Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von einem FCB-Talk. Es ist ein ganz spezieller Talk mit einem ganz speziellen Gast. Abschied tut weh und nach 4,5 Jahren kommt sein Abschied näher. Davide Galla, 2 Wochen bevor es so weit ist, die vom FCB müssen zu verabschieden. Wie ist das moralische Befinden? Ja, eigentlich gut. Es geht mir gut. Es ist ja nicht urplötzlich gekommen, sondern es hat sich eigentlich vorangekündigt. Schon im Winter ist es nicht ganz klar gewesen, ob ich überhaupt bleibe oder ob ich dann schon wechsle. Und darum denke ich, kann ich mich auf diese Situation auch vorbereiten. Du hast plötzlich, man muss es so sagen, wie keine Rolle mehr gespielt in dieser Mannschaft. Wie war das gewesen für einen Fußballspieler, so etwas zum Verkraften? Ja, nicht schön. Also, ist klar, wenn man zuerst wirklich eine recht wichtige Rolle spielt und dann nachher kaum mehr Rolle, ist es schon von 100 auf fast 0 ist das natürlich schwierig zum Verdauen. Aber zum Glück habe ich ein super Umfeld, wo mir da immer geholfen hat. Und habe eine fantastische Familie, eine Frau und einen Sohn, der mich immer wieder aufstellt und auch ablenkt, vor allem meinen Kleinen. Und ich bin froh, dass ich weiß, dass es Wichtiges gibt als Fußball. Und darum tut es zwar weh, sicher, aber ich habe jetzt nicht so ein riesiges Ego, dass ich jetzt kaum könnte schlafen in der Nacht. Du hast eine sehr bewegte Karriere mit auch schweren Tiefschlägen, Konkurs von Servet, Kreuzbandriss, langwierige Verletzungen. Hast du eigentlich die Fußballschuhe schon fast an den Nagel gehängt? Sind es die Rückschläge auch, wo der auch in dieser Situation geholfen haben, das Ganze alles ein bisschen zu relativieren und so locker nehmen, wie du es genommen hast? Ja, sicher. Das sind alles Sachen und Ereignisse, die einen prägen, die einen auch formen. Die habe ich schon relativ früh alle dürfen erleben in meiner Karriere. Es war wirklich eine effektive Achterbahnfahrt, mein fußballerisches Leben. Und ich habe schon in jungen Jahren sehr schwierige Momente müssen durchstehen, mit Verletzungen, mit Konkurs oder mit finanziellen Problemen, teilweise auch müssen kämpfen. Und doch ist es dann nachher, irgendwann habe ich dann die Kurve gekriegt und habe mich auch immer wieder aufgeschafft und habe dann nachher so ein Highlight können erleben, wie die 4,5 Jahre hier in Basel. Und das ist natürlich fantastisch. Welches Ereignis hat dich am meisten geprägt in deiner bisherigen Karriere? Also, ich denke ganz klar, der erste Kreuzbandriss, weil bis dahin hatte ich das Gefühl, mir könne nie irgendetwas passieren. Und es hat einfach meine ganze Sichtweise verändert. Es hat mir auch aufgezeigt, wie schnell das gehen kann. Und ich habe dann gemerkt, dass es eben Wichtigeres gibt als Fußball im Leben. Jetzt hast du eingesehen, dass es beim FCB für dich leider keine Zukunft gibt. Hast du dich dann entschieden, einen 2-Jahres-Vertrag zu unterschreiben in Winterthur? Du bist 33,5, sage ich jetzt einmal. Ja, nein, du bist 33,5. Hast du auch mal überlegt, aufzuhören? Ja, immer wieder einmal in meiner Karriere. Teilweise auch zwangsläufig oder zwangsmässig, weil... Also ich meine in der jetzigen Situation? Nein, jetzt in der jetzigen Situation? Nein, auf keinen Fall. Vor allem wollte ich auf keinen Fall mich verabschieden von der Fußballbühne sitzend. Also ich möchte, wenn möglich, schon auf dem grünen Rasen stehen und noch alles raushauen, was ich habe. Und darum ist es für mich eigentlich nie eine Option gewesen. Und ich bin froh, habe ich ein paar Möglichkeiten gehabt. Und habe mich dann schlussendlich für den FC Winterthur entschieden. Und ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe dann im Sommer. Du bist ein sehr vielseitiger Spieler. Das zeigt auch die Vielseitigkeit der Goal, die Davide Galla geschossen hat. Zum Beispiel durch Triple in Lugano oder einen schönen Heber gegen Zürich, wo wir uns anschauen können, die 2 Goals jetzt als Beispiel auswärts gegen Lugano und gegen Zürich. Wie würdest du dich selber als Fußballspieler charakterisieren? Ja, ein mannschaftsdienlicher Spieler, wo immer alles gibt. Einer, der doch auch Qualitäten hat, sonst würde ich nicht beim FCB shooten. Also ich denke, man kann mich nicht nur reduzieren auf einen guten Typ auf dem Platz und neben dem Platz. Aber ich habe jetzt nicht ein riesiges Ego und kann mich wirklich voll in den Dienst von der Mannschaft stellen. Ich habe auch kein Problem, wenn ich mal nur von der Bank aus darf kommen. Ich gebe immer alles, kann immer wieder mal auch für vielleicht auch gewisse Highlights sorgen. Auch auf dem Platz und neben dem Platz.
denke jetzt mal, nicht einen überdurchschnittlichen Spieler, aber einen, der doch relativ komplett ist. Also, ausser das Defensivverhalten, wo ich wirklich ein bisschen Mühe habe, denke ich, in der Offensive kann ich immer wieder, bin ich immer wieder für ein Goal oder für einen Assist gut. Und Goalschüsse, ob jetzt mit rechts, mit links oder mit dem Kopf, habe ich bis jetzt schon alles eigentlich geschafft und angebracht. Der gute Typ neben dem Platz hat wahrscheinlich einen schwierigeren Stand, wenn er nicht mehr so eine Rolle spielt auf dem Platz. Wie hast du dich hier jetzt einbringen in den letzten schwierigeren Wochen und Monaten? Ja, ich habe weiterhin versucht, Gas zu geben im Training. Für mich selber, aber auch für meine Mannschaftskameraden. Weil ich denke, wenn ein Ergänzungsspieler Gas gibt im Training, dann pusht er auch die Stammspieler. Und, niemand darf nachlassen. Und, man muss immer Vollgas geben, man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen und fordern und fördern und herausfordern. Und ich habe versucht, einfach immer mein Bestes zu geben und auch zum parat zu sein im Fall der Fälle. Auch wenn es natürlich jetzt vor allem ab dem Winter utopisch war, dass ich irgendwann einmal zum Einsatz komme, habe ich trotzdem immer versucht, das Maximum zu geben, damit ich auch ohne irgendwelche Probleme kann in den Spiegel schauen und kann sagen, mal, ich war immer mich selber und habe nie aufgegeben. Für dich eines der speziellsten Goal, die du geschossen hast in deiner Zeit beim FCB, war vor ganz genau 3 Jahren im Heimspiel gegen GC. Da haben wir 2-1 gewonnen. Und du hast dort noch treffen unter Paulo Sosa. Warum war das für dich eines der speziellsten Goal? Es war meine erste Saison von Anfang an beim FCB, wo wir dann am Schluss krönen konnten. Mit der Meisterschaft, also mit dem Sieg. Wir haben den Pokal wieder auf Basel geholt. Wir haben den Titel einmal mehr verteidigen. Wir sind sogar im Cup-Finale gestanden, haben den leider verloren. Gleichzeitig war meine Frau schwanger. In dieser Saison durfte ich zum ersten Mal in der Champions League spielen. Also es ist alles zusammengekommen. Ich habe wirklich dort, oder ich bin dort zumal auf Wolke 7. Sowohl privat wie auch sportlich. Es ist mir wirklich überall blendend gelaufen. Und das Goal war wichtig, weil wir in diesem Spiel einen wichtigen Schritt auch richtig Meistertitel machen konnten. David, zu dir persönlich vielleicht noch. Du sagst von dir, du bist weder auf Facebook noch Twitter noch irgendwas, sondern du bist im Leben. Spricht du sehr von dir? Ja, habe ich auch schon gelesen, ja, der Satz, das stimmt, ja. Aber der ist von dir, oder? Anscheinend, ja, in dem Fall. Dürfen wir dir trotzdem ein paar Fragen aus den sozialen Medien stellen, die Fans dir gestellt haben, die halt nicht nur im Leben sind, sondern auch auf Gerne, tauchen wir mal in die virtuelle Welt ab. Tauchen wir in die virtuelle Welt ab. Ja, ist sicher interessant, auch mal für mich eine neue Erfahrung. Also die erste Frage ist, hast du es irgendwann mal bereut, in den letzten Monaten noch da zu sein, obwohl du nicht kannst spielen? So ein bisschen unter dem Motto verlorene Zeit. Nein, das nicht. Bereut habe ich es nie. Ich fühle mich weiterhin sehr wohl hier in Basel. Die Mannschaft ist super. Die Jungs sind genial. Ich gehe jeden Tag mit Freude ins Training. Auch wenn es sicher auch Momente gab, die nicht so einfach waren, weil ich genau gewusst habe, ich werde eh nicht zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz bereue ich nichts. Eine weitere Frage, die uns über Instagram gestellt wurde, ist, was wirst du an Basel am meisten vermissen? Die Leute. Ich habe tolle Leute kennenlernen hier in Basel. Mein Sohn ist hier auf die Welt gekommen. Die letzten 4 Jahre, die wir hier leben durften, waren wirklich fantastisch. Es ist eine tolle Region, eine super Stadt, die ich sicher vermissen werde. Und zum Glück ist es nicht allzu weit entfernt von Winterthur. Also ich werde sicher irgendwann mal wieder zurückkommen. Du sprichst Leute an, du bist so südländisch, du hast Leute gern, du bist sehr gesellig und gemütlich veranlagt. Das merkt man auch in den Trainingslagern. Du bist immer in der Fraktion, wo am meisten, am längsten sitzen bleibt und ein bisschen gemütlich eben halt in der reellen Welt sich gern bewegt und mit Leuten unterhaltet. Und für dich ist, glaube ich, Kaffeemaschine ein sehr wichtiges Objekt. Ja, das ist schon fast. Das gehört zu mir, das ist schon mittlerweile Kult. Und für mich ist ein guter Kaffee natürlich eine Lebensqualität. Und die möchte ich auf keinen Fall missen, egal wo ich hingehe. Und darum, wenn ich dann mal ein bisschen länger weg bin, dann habe ich sie auch im Gepäck mit dabei. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Mannschaftskameraden damit angesteckt. Und die kommen sehr gerne zu mir. Und jetzt, wo ich gehen muss, ich eben noch, bevor ich dann effektiv meine Zelte da oder definitiv meine Zelte abbreche, muss ich mal noch einen kleinen Kurs leiten und sie einführen in die Welt vom Kaffeemachen, vom italienischen Mokka-Maschine.
Und weil die Tradition soll natürlich weitergeführt werden, wenn möglich, hier in Basel. Unbedingt. Hören wir jetzt etwas von dieser Gemütlichkeit und Geselligkeit hier in Basel. Eine weitere Frage, die dir gestellt wird über die sozialen Medien. Magst du Michael Lang seine Haare? Ja, wohl, er hat eigentlich die Haare schon schön. Was soll ich da sagen? Ja, er pflegt sie natürlich auch. Und ich weiß nicht genau, wie sie schmecken, weil so nahe bin ich auch nicht bei ihm. Aber sie sehen anständig aus. Mal. Okay. Und er behauptet immer, sie sagen kastanienbraun. Ich sage eher, es geht richtig rötschig. Gut, liebe Grüße an Michael Lang an dieser Stelle. Weitere Frage: Kommt der Meistertanz von 2015 immer noch kannst? Musst du ihn nicht vorzeigen? Ja, ich denke, ich kenne ihn noch. Aber nur zusammen mit dem Berang Safari. Der ist leider nicht mehr da. Aber mit ihm zusammen würde ich das sicher locker anbringen. Du bist bald auch nicht mehr da. Und wir hoffen natürlich alle, dass der FCB das nächste Jahr wieder Meister wird. Sollte das der Fall sein, und auch das ist eine Frage, die offiziell gestellt wird von den Fans, wer übernimmt denn deine Rolle als Tatschmeister? Wer sechtest du am meisten? Ich würde jetzt noch den Gusti. Den Gusti würde ich jetzt noch gerne auf dem Balkon sehen. Normalerweise bei diesen Meistervieren ist er immer ein bisschen im Hintergrund. Er hat natürlich auch viel Erfahrung, oder? Und er will auf keinen Fall nass gemacht werden durch das viele umspritzende Bier, Wasser, Champagner und was auch immer. Und er zieht sich dann immer ein bisschen retour zurück. Und ich denke, Gusti. Ja, den Gusti Nussbaumer würde ich jetzt noch sehr gerne auf dem Barfi sehen. Ich bin verstanden, das ist unsere Abmachung von diesem Tag. Nächstes Jahr, wenn der FCB Meister wird, ist der Gusti Nussbaumer der Touchmeister. Wir müssen Druck machen, es wird nicht so einfach zu überzeugen. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du in die Rolle gewachsen bist? Spontan, ja. So wie ich halt bin. Ich bin ein spontaner Typ. Und irgendwie sind wir dort auf dem Balkon gestanden und haben mit den Fans haben wir gefeiert. Ja, und niemand hat etwas gesagt, niemand hat etwas gemacht. Und ich dachte, hey, nein, das wird ja langsam peinlich, jetzt muss irgendwie mal etwas passieren. Und dann haben alle mich so ein bisschen angeschaut, so quasi, bitte schau, dass du irgendetwas machst. Oder du bist ja auch immer gut für irgendeinen Spruch. Und dann habe ich mir einfach spontan das Mikrofon geschnappt. Und ich bin froh, dass ich trotz meinem Zürcher Dialekt, trotz meiner Zürichschnur, gut angekommen bin bei den Fans. Mehrheitlich. Die hat überhaupt nichts ausgemacht. Also von dem her gesehen, alles im grünen Bereich. Immer gesehen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und jetzt hoffe ich, dass du nicht die falsche Antwort gibst. Mhm. Weil ich verrate erst nachher, was sie gestellt hat. Okay. Wer ist dein Lieblingsösterreicher? Österreicher? Ja. Ja, ich kann nur einen geben für euch. Wer? Marc Janko. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und an zweiter Stelle ist der Marcel Koller. Okay, der Marc Janko hat aber gefragt. Echt? Ja. Ah ja? Ah, ich vermisse ihn ein bisschen, den Marc. Okay. Toller Typ. Alles liebe Grüße, ist der Sinn. Ja, wird es mitbekommen, auf jeden Fall. Okay, David, wir sind am Ende bereits. Abschließend jetzt gleich noch, was hast du für Ziel und Perspektive in diesen zwei Jahren in Winterthur? Was willst du dort noch reissen? Was hast du dort noch vor? Wir müssen unbedingt eine bessere Saison spielen nächstes Jahr als die jetzige. Winterthur ist auf dem zweitletzten Platz klassiert. Geht natürlich nicht. Es ist ein Club, wo Kult ist, wo super viele Fans hat. Für Challenge League-Verhältnisse eigentlich überdurchschnittlich viel. Und ich möchte einfach, dass die Leute ins Stadion kommen und Freude haben am Fußball, wo wir spielen. Und ich möchte da wirklich meinen Teil dazu beitragen, dass ich auch dass ich den Club kann, weiterentwickeln kann, einen Schritt nach vorne kann machen, aber auch, dass ich die Spieler können weiterentwickeln, vor allem die Jungen. Ich stehe da und bin bereit für die Aufgabe und werde alles in die Waagschale werfen, viel Erfahrung mitbringen, viel Positivität. Und dann bin ich überzeugt, machen wir nächstes Jahr eine gute Saison. Davide, wir wünschen dir von Herzen viel Erfolg. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke vielmals. Dankeschön vielmals. Genieß die letzten zwei Wochen in Basel. Ja, das werde ich. Das werd ich. Und der letzte Match dann hier daheim gegen Luzern. Merci vielmals, du bist hier. Danke euch. Davide Galla, das war es, unser quasi Abschiedstag mit einem verdienten langjährigen FCB-Spieler, mit dem Davide Galla. Wir sehen uns wieder am Sonntag selbstverständlich beim nächsten FCB-Spiel auswärts gegen den FC St. Gallen. Bis dann, allerseits eine gute Zeit.